Okay, ich habe also eine Anfrage. Eine von den Fragen würde ich gerne als Film beantworten, nämlich die Anekdoten zu Marisa Mell. Ich habe die Marisa Mell in den 80er Jahren eigentlich erst richtig kennengelernt. Und zwar habe ich in Italien, also in Rom, einen Film gedreht und habe sie gefragt, ob ich bei ihr übernachten kann, weil ich schon immer eigentlich Horror vor Hotels und Horror vom ewigen Alleinsein hatte. Also vor allen Dingen als Erwachsene dann. Und als Kind bin ich immer mit meiner Mutter im Hotel gewesen. Naja, auf jeden Fall hat Marisa gesagt, kein Problem, du kannst bei mir wohnen. Es ist nur der Helmut Berger wohnt um die Ecke und der wird nachts lästig. Und so war es dann auch. Also sie war ganz, ganz toll. Sie hatte einen wunderbaren Hund, das würde ich ihm gerne erzählen, weil dieser Afghane, dieser Hund hat sie behauptet, seine Reinkarnation von ich weiß nicht irgendetwas, aber der Hund war fantastisch. Ich hatte mein eigenes Gästezimmer, nur um zu erzählen, was so toll an dem Hund war, weil sie hat gesagt, der Hund ist telepathisch, so mit diesem Akzent, den alle Leute kriegen, die in Italien leben. Auf jeden Fall hat sie gesagt, du willst sehen, der Hund ist telepathisch. Auf jeden Fall hatte ich, also wir haben jeden Tag, wenn man filmt, steht man ja sehr früh auf und ich bin also früh aufgestanden jeden Tag und dann war es Wochenende und der Hund hatte sich angewöhnt, jeden Morgen, kurz bevor ich wach geworden bin, war der Hund da und war so süß und hat seine Schnauze so an der Bettdecke, also ich liege ja so, ich liege total starr, also ich lege mich hin und schlafe ein. Auf dem Rücken. Und der Hund hat dann so ganz langsam seine Schnauze an die Hand gegeben und hat dann so geatmet und davon bin ich dann aufgewacht. Und das war auch am Samstag um 6 Uhr in der Früh. Und dann habe ich dem Hund, der Name ist mir leider entfallen, gesagt, kommst du in 5 Minuten wieder? Ich habe es aber nur gedacht, dann ist der Hund weg und nach 5 Minuten wiedergekommen. Und dann habe ich die Geschichte Marisa erzählt und sie sagte, ja, ich sag's dir doch, der Hund ist telepathisch. So, dann hatten wir, also Helmut Berger war damals noch sehr schön, also, aber ich glaube schon immer ein bisschen exzessiv. Und dann haben wir uns überlegt, also wir haben mit ihm Abend gegessen und so weiter. Und dann wollten wir schlafen gehen gegen 11 oder so. Und dann hat die Marisa gesagt, hast du zufällig ein Tampon? Und ich habe gesagt, ja. Und er sagt, sie gibt mir ein Tampon. Ja, und dann haben wir in die Klingel nachts ein Tampon getan. Natürlich kein benutztes, sondern ein weißes, helles haben wir aufgemacht, ein bisschen feucht gemacht und dort reingelegt. Und in der Tat, nachts um 4, also morgens um 4, hat man dann so gehört, aber nicht wie es sonst gewesen wäre. Also Marisa wusste, mit einem Tampon in der Klingel könnte man Helmut Berger nachts fernhalten. Dann habe ich sie längere Zeit nicht gesehen. Wir sind aber immer in Kontakt geblieben, weil ich fand sie eine der unglaublichsten Frauen. Also sehr, sehr kameradschaftlich. Also es gibt so gewisse Frauen, zu denen gehört zum Beispiel auch die Sonja Kirchberger. Das sind richtige kameradschaftliche Frauen. Ich bin es eigentlich auch, obwohl man mir das nicht glaubt, aber eigentlich bin ich es auch. Naja gut, auf jeden Fall habe ich die Marisa, ja später, habe ich schon Theater gespielt in Bonn, also muss es so, ich weiß nicht, 85, 86 gewesen sein. Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen und beide, wir waren dann schon so um die 40, haben wir uns angeschaut und gesagt, du bist auch noch nicht geliftet. Und da hat sie mir gesagt und ich bei ihr auch, also sie hatte einen sehr schönen Knochenbau und dann haben wir beide gesagt, und dann sagte sie, hast du die Sydney Rome gesehen? Und ich sagte, ja, die ist übrigens sehr nett. Und dann sagte Marisa nur, die kann sich jetzt Geheimnisse selber in die Ohren flüstern. Ich möchte das nicht kommentieren, aber ich fand das so komisch, weil wie sie es gesagt hat, so, als ob mir jemand was erzählt, weißt du, die kann sich jetzt Geheimnisse selber in die Ohren flüstern. So war das. Also das ist meine Marisa Mell-Geschichte. Die war immer so trocken und hat immer solche Sachen kommentiert. Und sie war ganz toll und komischerweise, so wie das Leben spielt, dass man immer im gleichen Kreis ist, viele Jahre später, also ich würde sagen in den 90er Jahren, war sie in Wien und ich hatte in Wien einen Freund, keinen sexuellen, einen brüderlichen Freund.
Und der hat sie betreut, als sie gestorben ist. Er er hat sie betreut mit einer Freundin, ich glaube einer berühmten Schauspielerin. Und sie hatte Krebs und sie sie hat irgendwie einen indischen Guru gehabt oder irgendjemand, der gesagt hat, er heilt sie so, und sie ist dann so gestorben. Aber eigentlich, also mir wurde berichtet, dass sie in Hochform gestorben ist, also keineswegs siechend, also nicht mit den Haaren, die ausgefallen sind. Sie hat nicht durch Chemo gelitten, sondern sie hat es angenommen, ihre Todesart. Ich habe es jetzt nicht selber erlebt, ich habe das nur erzählt bekommen, aber irgendwie stimmt es mit dem, wie ich sie gesehen habe. So eine kräftige Frau, also kräftig stark, mit der man eben Spaghettis essen konnte, aber auch auf eine Cocktailparty gehen, wo sie auf ganz feinen Schüchen golden rumgelaufen ist. Sie hatte ja sehr schöne schmale Fesseln und ein unglaublich schönes Gesicht und war auf gewisse Weise, das habe ich auch mit Helmut Berger besprochen, hatte sie etwas Zwitterhaftes. Also sie hätte auch ein sehr, sehr schöner Mann sein können. Und das war alles, was ich zu Marisa Mell erzählen konnte und will. Eben wie gesagt, dass sie eine Frau war, die zwar wirklich ausgesprochen frauenfreundlich war, aber sie, wenn es drauf ankam, eben auch das mit dem über eine Frau, die angeblich geliftet wurde, wo sie gesagt hat, sie kann sich jetzt selber Geheimnisse in die Ohren flüstern.